Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute wollen wir mal Premier Food Currywurst anders als du denkst probieren. Ich habe die Currywurst hier von Penny mitgebracht. Sie hat gekostet 1,99 €. Ja, ist neu, benötigt keine Kühlung. Ja, und was noch? Ist von Premier Food. Hier habt ihr die Zutatenliste. Und daneben ist die Nährwerttabelle. Könnt ihr euch ja, wenn es euch interessiert, das Video anhalten. So. Zubereitung in der Mikrowelle. Vor der Zubereitung Holz, Spießer und Gewürz aus dem Bodenfach entnehmen. Bei 600 Watt ca. 2 Minuten erhitzen. Folie vorher mehrfach einstechen. Im Wasserbad vor der Zubereitung Holzspieß und Gewürz aus dem Bodenfach entnehmen. Packung geschlossen im Wasserbad ca. 10 Minuten erhitzen. Gut, ich nehme die schnellere Variante. Ich nehme 2 Minuten Mikrowelle. Und hier auch ja, das Gewürz und den Holzpieker werde ich rausnehmen. Das Ganze jetzt hier einstechen und dann in der Mikrowelle heiß machen. Und wir sehen uns danach wieder zur Verkostung. Also bleibt dran, seid gespannt, bis gleich. So, 2 Minuten sind rum. Ja, die Soße ist ein bisschen dunkel, wie ich finde. Riechen tut es wie eine Currywurst, riechen muss. Jetzt machen wir natürlich auch den mitgelieferten Pieker auf. Ich probiere das Ganze jetzt mal nur mit Soße, ohne den extra Curry. Und gucke mal, wie die Soße so ist. Ja, die Soße schmeckt wie eine warm gemachte Ketchup-Soße. Jetzt werde ich natürlich den Curry darüber verteilen. Mal schauen, wie das dann ist. Ob das ein scharfes Curry ist oder ob das ein mildes Curry ist, bin ich mal gespannt. Ob mir gleich wieder der Fuß wegfliegt oder ob es geschmacklich so geht. Naja, ich mache nicht alles drauf, ein bisschen lasse ich drin. Es riecht jetzt extrem nach Curry. Und so wie es riecht, scheint es ein scharfes Curry zu sein. Und jetzt wollen wir das Ganze mal probieren. Ich nehme noch mal eins. Also von der Schärfe her, es ist, ich sage mal, mildes Ketchup, mildes Curry. Für mich ist es ein bisschen scharf, also ich sage mal, für den Otto Normalverbraucher ist es nicht der Rede wert. Also für mich ist es auch verträglich. Die Wurst ist ein bisschen, ja, gummiartig. Die ist so ein bisschen, ja, von der Konsistenz her ist die wie so eine Gummiwurst. Geschmacklich ist sie auch nicht so der Hit.
Und ich sage mal, für 1,99 ups, hier, Currywurst, 1,99 finde ich jetzt diese Portion nicht gerade so berauschend. Ich gebe hier, geht so, also man kann es essen. Mein Geschmack ist es nicht so unbedingt. Da habe ich schon wesentlich bessere gegessen. Gut, muss jeder für sich wissen, selber entscheiden. Das war es auf jeden Fall erstmal mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt das Video auch gerne teilen. Ihr könnt aber auch ein Abo da lassen. Ansonsten sage ich erstmal ja, danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.